Das Teilprojekt Willensbildung hat sich befasst mit der Frage, ob und inwieweit sozialarbeiterische, sozialräumliche Ansätze, die für Stadtgebiete entwickelt worden sind, auch im ländlichen Raum bzw. in einer kleinen Stadt wie Holzminden realisiert und umgesetzt werden können. Also die wichtigste Erkenntnis war, dass sich zum einen diese Ansätze tatsächlich auf den ländlichen Raum durchaus übertragen lassen, dass sogar die Rahmenbedingungen in mancher Hinsicht günstiger sind durch die Tatsache, dass man sich schon kennt. Dabei gibt es einen Unterschied insofern, als vielleicht die Spannbreite der Kreativität in der kleinen Stadt nicht ganz so groß ist wie in der großen Stadt, aber die Bereitschaft, überhaupt aktiv zu werden, hier durchaus größer ist und Aktivitäten als verbindlich für sich anzusehen. Es konnten einige relativ komplexe Dinge relativ schnell über die Bühne gebracht werden, beispielsweise die Installation eines Seniorenrats, der in einer Stadt möglicherweise Jahre gebraucht hätte. Das ist hier innerhalb von 15 Monaten über die Bühne gegangen, von der ersten Idee bis zur konstituierenden Sitzung. Und das ist ein Beispiel für mehrere. Als weiterer wichtiger Punkt wäre zu erwähnen, dass hier häufig die Person wirklich im Vordergrund steht. Der Umgang mit der Person ist wichtiger als das, was die Person repräsentiert. Es geht weniger um die Parteizugehörigkeit als wirklich um die persönliche Integrität. Viele Dinge konnten tatsächlich von Menschen hier vorwärts gebracht werden, die aufgrund ihrer ganz bestimmten Gruppenzugehörigkeit in der größeren Stadt kaum eine Chance gehabt hätten. Sinnvoll wäre es, die Verwaltung zu einem solchen sozialräumlichen Handeln ausdrücklich zu verpflichten. Wäre gar nicht schlecht, weil sie daraufhin dann eben entsprechende Maßnahmen auch richtig einleiten und umsetzen kann. Insofern wäre es wichtig, hier jemanden zu installieren, der etwa als Quartiermanager solche Funktionen übernimmt, diese Funktion der intermediären Instanz beruflich ausfüllt.